Hey Leute, willkommen zurück zu meinem Hermitcraft Mod Source Let's Play. Und ich. Jetzt. Das war gerade echt irgendwie mal wieder verbuggt. Naja. Ein neuer Bug, eine neue Folge. So. Ich habe ja in der letzten Folge angekündigt, dass ich hier unten weiterbaue. Also, ich bin immer noch nicht dazu gekommen, Mechanismen zu updaten. Primär, weil erstens ich kein Feedback gekriegt habe und zweitens, weil ich einfach nicht in der Lage dazu bin. Es liegt einfach daran, ich habe es versucht, die neueste Version oder eine etwas neuere Version drauf zu spielen. Ich glaube, es war die. Ich bin mir gerade gar nicht sicher, ob es überhaupt die richtige war. Es ist möglich, dass ich einfach eine komplett falsche Version drauf gespielt habe, aber ich habe es einfach mit der neuesten Version probiert und auch mit einer etwas weniger neuen, aber ich habe es einfach nicht auf die Reihe gekriegt. Der ist vorher abgestürzt, bevor ich überhaupt im Hauptmenü war. Deshalb bin ich halt immer noch auf der alten Version von Mechanism und ja. Irgendwelche Ideen, wie ich es updaten kann, bitte in die Kommentare schreiben. Das hier habe ich übrigens ganz vergessen. Mein Wartungsschacht. So. Genau. Ihr seht, ich habe hier richtig was weitergebaut. Und ja, das ist alles eigentlich so relativ okay. Ich werde vermutlich diese Folge auch noch einen zweiten Teleporter aufstellen. Den einen für den Mond, der andere für die Raumstation. Und mal sehen, wenn nach der Tour und dem Teleporter noch Zeit ist, werde ich vermutlich einfach noch, also wird vermutlich eventuell noch sein. Dann werde ich einfach nochmal auf meine Mondbase ein bisschen weiterbauen. Also hier oben, das könnt ihr ja schon, meinen Teleporterraum mit. Oh, ich habe gerade das ungute Gefühl, dass. Ich habe gerade das ungute Gefühl, dass ich vergessen habe, einen Chunk Loader aufzustellen. Auf jeden Fall halt hier soll der zweite Teleporter rein. Der soll. Moment mal. Der kommt dann hier so in die Wand. Wieso habe ich das? Ach egal, darum kümmere ich mich dann später. Das könnte vielleicht ein bisschen problematisch werden. Dann hier Weg zum Reaktor. Was haltet ihr von meiner Inneneinrichtung? Ich bin offen für alle Kritik. Solange sie konstruktiv ist. Ja, Capacitor Bank, weil ich habe die ja als Kabel genutzt und hier runtergelegt. Dann hier habe ich noch keine Leitern. Heißt demnach, hier sollte ich immer ein Jetpack dabei haben. Aber hier praktisch Kiste zur Mobfarm, wo ich außerdem schon mal wieder ein bisschen was einsammeln kann. Diese ganzen Dinger, was auch immer. So. Aber ja, hier ist halt. Habe ich halt so ein bisschen was gemacht. Der Reaktor ist der gerade. Ja, den habe ich gerade ausgemacht, weil. Brauche ich gerade wirklich zu viel Strom? In Out 0. Ja klar, weil das die tolle Version von dem Mod ist, in der man noch nicht sieht, wie viel in, wie viel out das ist, richtig? Ah. Ja, es gibt eine Version von Ender.io, da bildet das Ding eine Multiblock-Fenster, in dem man sieht erstens, wie viel Input, wie viel Output. Ich weiß noch gerade nicht, in welcher Version. Der kann weg. Okay, aber sieht so aus, als würde. Muss ich mir, glaube ich, nochmal die Folge angucken, wo ich auf dem Mond gelandet bin. Weil ich habe gerade das Gefühl, dass ich entweder keinen Chunkloader dort oben aufgestellt habe oder der da oben einfach nicht funktioniert.
Weil das wäre echt blöd. Andererseits kann auch sein, dass er einfach nur dadurch nicht funktioniert, dass habe ich hier noch. Also wenn ich Chunkloader sage, meine ich natürlich so ein World Anchor, weil die anderen Chunkloader sind halt teurer, aber. Exchange. Ja. Moment mal. Ja, ich lasse mich ablenken. Und ach ja, stimmt ja. Work in Progress. Das ist die Work in Progress-Version von dem Mod. Was ich richtig blöd finde, weil. Seht euch das einfach mal an. 800.000. Aber ja. Ich weiß, dass es in der früheren Version von dem Mod einfach nur. Praktisch das hier war einfach nur. Vier Kohle mit diesem oder diesem Stein in einem Crafting-Rezept irgendwie praktisch Kohle. Nee, warte. Kohle und dann hier dieser Stein. Oder waren es acht? Egal wie, schlussendlich ist es dann darauf hinausgelaufen, dass man ewigst viel Kohle dafür gebraucht hat. Andererseits Burntime von 7 Millionen. Naja. Ich habe mich ablenken lassen. Andererseits habe ich mich genau dadurch ablenken lassen, dass der Teleporter zum Mond nicht funktioniert. Wenn das jetzt der richtige ist. 000. Ja, das ist die Raumstation. Das ist meine Oxygen Bubble, die. Wait. Gut zu wissen, dass das auf dem Mond nicht funktioniert und ist bisher nie aufgefallen, dass das weiß ist. Naja, dann werde ich halt vielleicht nicht am Dings weiterbauen, an der Mondstation, sondern an der Raumstation selbst, weil der Mond nicht laden will. Dann wird das auch noch ein bisschen so bleiben, weil brauche ich jetzt doch nicht. Mist. Habe ich die Blöcke hier rein? Nein, habe ich nicht. Gut. Leaves. Das bringt nicht viel. Crafte ich noch mal ein bisschen was. Das sollte reichen. Egal wie. Schere. Habe ich auch ins AE-System geworfen. Apropos AE-System, da fällt mir gerade was auf. Ich hab so viel Kram hier drin. Ich spiele auch ab und zu mal einen Modpack, das. Wo ich halt nicht aufnehme und da habe ich halt irgendwie. Okay, ich habe allgemein dann irgendwie so 100 und ein paar tausend von den Items hier, aber praktisch da reicht das hier bei weitem nicht aus. Also da brauche ich irgendwie zwei 64K-Drives und bisschen mehr, also. Ja. Irgendwie. Ja, ist vermutlich eine andere Version von AE2. So. Gut, ein zusätzlicher Stack sollte vielleicht reichen. Ich will einfach nur die Oxygen Bubble relativ konstant aufrechterhalten können.
Black. Immerhin seht ihr nicht so lang diesen Loading World Screen wie ich. Ein Hoch auf OBS, dass ich sehen kann, was ich aufnehme. Oh Mann. Wie ich das Bauen an der Raumstation hasse. Hier hoch, hoch, hoch. Galacticraft. Dieses Manövrierzeug ist unglaublich, unglaublich nervig. Hier geblieben. Weil sobald man einmal in Bewegung ist, dauert es eine halbe Ewigkeit, bis man wieder stehen bleibt. Also, wer auch immer das so programmiert hat, ein Hoch, dass ihr immerhin irgendwas von Beschleunigung mit reingebracht habt. Aber es ist unter anderem nervig, dass wenn man in eine Richtung beschleunigt und mit der Seite anhält, sich dann trotzdem wieder weiter bewegt. Liegt vielleicht einfach daran, dass Minecraft an sich mit sowas nicht gut zurechtkommt, aber. Und es ist auch logisch, dass wenn man im Weltraum ist, einfach sich immer weiter bewegt, bis man durch irgendwas in die Gegenrichtung Schub gibt. Aber hättet ihr nicht wenigstens ein Item hinzufügen können, das die Steuerung wenigstens ein bisschen vereinfacht? Also, was weiß ich, ein Jetpack oder so. Ich meine, solange man läuft, ist alles okay. Aber sobald man sich irgendwie nicht mehr auf festem Boden befindet, ist es einfach nur richtig, richtig scheiße zu steuern. Ich gehe jetzt einfach davon aus, dass die Blöcke hier reichen. Ich freue mich gerade so, dass mein Laptop-Monitor, also ich spiele ja auf dem Laptop, dass der Monitor von meinem Laptop, auf dem ich das Spiel laufen habe, so unglaublich dunkel ist. Also ich sehe hier fast gar nichts. Andererseits, YouTube macht Videos auch dunkler, also vermutlich seht ihr auch nicht sehr viel mehr als ich. Okay, jetzt sehe ich was. So ein bisschen was. So. Und ja, bis jetzt bestand die Folge auch nur aus der Tour durch meinen Keller und daraus, dass ich mich über diese Galacticraft, was auch immer, Jetpack oder was auch immer, Steuerung aufgeregt habe. Fackeln bringen mir hier eh nichts.
Oder, naja, vielleicht eigentlich doch, aber halt nur immer temporär, weil jedes Mal, wenn die Oxygen Bubble groß genug ist. Was sie halt momentan bei weitem nicht ist. Jedes Mal, wenn die groß genug ist, sollten hier eigentlich auch Fackeln funktionieren. Pro Sekunde. Platziere ich jetzt mal hier das. 160 pro Sekunde, gut zu wissen. Hey, ich komme fast hinterher. Vermutlich brauche ich am Ende eine Oxygen Generation von, was weiß ich, 240. Vermutlich werde ich die Folge einfach Ausbau der Raumstation nennen. Und wie ihr bis jetzt gesehen habt, es ist eigentlich nur ein Ausbau von diesem Sauerstoffding. Und auch das betreffend kein sonderlich ausführlicher. Ich freue mich schon, wenn ich versuche, hier wieder zu landen. Ich glaube, ich baue mir hier erstmal eine Plattform, auf der ich stehen kann. So. Ah, okay, bis da hinten kommt das Ding also nicht. Oder 160 ist das Maximum. 160 ist das Maximum. Schön. Heißt demnach, ich werde dann die nächste Folge damit verbringen, noch einen Oxygen Collector hier hochzuholen. Oh, nee, doch nicht. Geht offensichtlich doch nur in irgendwelchen echt komischen Schritten. Aber die Oxygen Bubble sollte jetzt eigentlich. Es geht nicht, aber der Bubble Generator sagt, dass er. Ich will runter. Dass er genügend Sauerstoff hat. Heißt demnach, eigentlich hier müssten Fackeln funktionieren können. Tun sie aber nicht. Sie schwelen nur ohne Licht vor sich hin. Aber ich kann hier jetzt atmen. Ja gut. Sauerstoff habe ich jetzt demnach schon mal. Na, dann gehe ich zurück. Und da die letzten Folgen alle Überlänge hatten, höre ich diese Folge bei fast genau 20 Minuten auf. Also. Wir sehen uns in der nächsten Folge, die vermutlich nächste Woche kommt. Und
Schreibt in die Kommentare, ob und wie ich Mechanismen hier updaten kann. Bitte, bitte. Tschüss.